Vermisste Person. Eine besorgte Frau meldet ihren vermissten Bruder. Ich finde es sehr interessant, dass wir immer genau wissen, was auf dem Telefon zu hören ist, bevor wir es einsammeln. Auskunft, wie können Sie helfen? Ja, ich wollte eine vermisste Person melden. Es geht um einen Bruder. Okay, Ma'am. Wie heißt er? Trevor. Er heißt Trevor Sloan. Wann und wo wurde er zuletzt gesehen? Wir waren, vor dem Madison Square Garden. Kannst du mal ins Mental gehen? Er war plötzlich verschwunden und dann... Ich habe vor der Post auf ihn gewartet. Aber er ist nicht gekommen. Ich weiß nicht, wo er ist und jetzt bin ich ganz allein. Die arme Sarah. Oder hieß sie nicht Sarah? Aber ist nicht Sarah. Hä? War die Sarah Connor? Ha 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 ha. Nee, Sarah Parker. Haftgranatenschaden. Wohl. Ein neuer Holster. Ein neuer leichter Schoner. Moment mal. Ja, doch. Ein neuer leichter Schoner. Neue Rüstung. In Division verbringt man sehr viel Zeit in Menüs, ne? Ja, das habe ich auch bemerkt. Aber trotzdem macht's Spaß, in Menüs zu sein. Das ist nicht in jedem Spiel so. Verdammt. So. Was verdammt? Jetzt habe ich die Jacke gewechselt. Virusforschung, die Virendaten sammeln und hochladen. Hast du die Jacke gewechselt? Ich bin mit meiner Jacke. Ja, und jetzt weiß ich nicht mehr, welche war. Da musst du durchgehen. Ja. Also du bist ja ein wunderschönes Modell. Egal welche ne? Jacke du trägst, sie steht dir ausgezeichnet. Da, Freizeitjacke. Ja, so. Diese Farben. Sie bringen deine Augen wunderbar hervor. Oh, schöne Wand. Was? Wand? Ja, es gibt ja. Jemand hat doch gesagt, du musst dich ein bisschen umgucken, ne? Ja. Ja, guck da. Jemand? Die Wand an, mehrere. Mit dem Plakat. Also mehrere sogar. Mehrere. Ich glaube, deswegen gucken sie mir auch immer zu. Ne? Nach 2 Jahren YouTube. Da kristallisiert sich das relativ schnell heraus, was für eine Art YouTuber ich bin. Ein Umgucker. Ein Umgucker. Jemand, der sich Zeit lässt und nicht rumsprintet. Ich habe nichts, was Sie wollen. Hey, das wollen Sie nicht sehen. Nee. Denk an deine Einschaltquoten. Was zur Hölle? Bin ich jetzt frei? Kann ich einfach gehen? Saubermänner! Was sollen das? Saubermänner! Hört auf, Zivilisten zu säubern. Ey, diese Saubermänner, ne? Hausfrauen, sag ich ja. Unzufriedene Hausfrauen. Unzufriedene Hausfrauen, die sich Männerfilter drüber gelegt haben. Wer liegt denn in Gasmasken? Achso. Ich habe ja nichts gegen Hausfrauen, aber... Die sind unzufrieden. Die sind offensichtlich unzufrieden. Ich weiß ja nicht, was los mit denen ist. Dass die meinen, die müssten hier alle Leute verbrennen, die... Wahrscheinlich denken sie, jeder wäre infiziert. Und die Infizierung, also den Virus, rennt man am besten weg, was ja eigentlich Sinn ergibt. Ja. Aber... Nichts. Die Lebenden zu verbrennen ist auch keine Lösung. Kannst ja nicht wissen, ob die jetzt infiziert sind oder nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, das stimmt. Das geht so nicht, meine Herren. Ah, da rein. Ja. Ah, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Kontaminiertes Gebiet. Kontaminierte Vorräte entdeckt. Coole Scheiße. Ein Scanner hochfahren. Pass auf, jetzt haben wir bestimmt unendlich viel Zeit. Kontaminationsscan eingeleitet. Oh mein Gott, nur 3 Minuten. Wir sind erst am Telefon, dafür haben wir Zeit. Was macht er jetzt? Er geht in ein Juweliergeschäft. Oh mein Gott, weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet gar nichts. Kein erwachsener Mann geht doch morgen um 11 Uhr in ein Juweliergeschäft. Er ist nicht der Typ für eine Affäre, Alex. Warum rennst du ihm dann hinterher? Ich will sie ja umbringen. Heiraten. Eine Kiste. Ja. Mit Schonern. Ich fahre mal den Scanner. Kontaminationsscan eingeleitet. Und hier ist Munition. Ja, so ein Zufall. Wir brauchen wir bestimmt. Und die Feuerleiter hoch, ne? Ja.
Warum von der anderen Seite? Ja, du kannst einfach hingehen und dann nach hinten drücken und dann B gedrückt werden. Ach, ich höre schon wieder die blöden Saubermänner. Müllmänner. Die haben irgendwie einen besseren Namen. Saubermänner sind irgendwie blöd. Staubsaugervertreter. Oh! Was? Das ist nett. Staubsaugervertreter. Ja, die haben ja keine Staubsauger. Ja, aber die. Okay. Flammenwerfer, Alter. Was passiert mit dir? Hör auf damit! Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie seltsam. Ja, ne? Die sind auch schon tot. Komisch. Hm, ging ja schnell. Die Hanfgranate ist ein bisschen zu stark, glaube ich. Bisschen. Oh mein Gott, wir haben nur noch eine Minute Zeit. Wir müssen oh uns nein, beeil. Ah, dramatische wo Musik. Kann es nur da, sein? Da, da, da. Doch nicht etwa. Da, hier. Guck mal, hier ist eine Kiste. Oh. Mit einer Pistole und einem Schalldämpfer. Das gehört bestimmt beides zusammen. Hm, ich nicht. Handschuhe und ein Griff. Kurz, kurz. So, ich schließe das mit ihm ab. Kontaminationsscan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Du Monster. Ja, ich war zu schnell. Ja. Gut, wie kommen wir jetzt schnell runter? Ups, ich gibt's hier gar keine Abkürzung. Es muss doch eine Abkürzung geben. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt den ganzen Weg zurücklatschen müssen. Das. Ach nee, ich hab's. Hier rüber. Ja. Das sind wir nämlich direkt bei der Feuerleiter. Ah. Kann man ja in jede Wohnung gucken. Obwohl es da nicht zu sehen gibt. Hallo, kleines Mädchen. Da ist gar kein kleines Mädchen. Ich hab dich verarscht. Du. Ich weiß ganz genau, dass du schon reingeguckt hast und dich gewundert hast. Dich gefreut hast. War doch hinter dir. Ich hab doch gar nicht reingucken können. Na gut, dann geh ich. So, ein bisschen Muni sammeln. Hm. Haben wir so viel verbraucht? Ja, irre. Ja, total. Vier Schuss. Ja. Also, wie heißen sie? Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Keine Ahnung. Ich überlasse es mal in den Kommentaren. Obwohl da meistens irgendwie kindische Vorschläge kommen. Kindische Vorschläge? Aber vielleicht kannst du mich überraschen. Okay, ja, dann laufen wir noch mal ein bisschen weiter und dann. Halt, ich habe doch eine Pistole aufgesammelt, die schlechter ist. Aber auch ein Schalldämpfer. Aber auch ein Schalldämpfer. Der könnte besser sein. Okay. Ja, der Kopf Schalldämpfer passt nicht drauf. Vielleicht passt er hier drauf. Ja, sowas Blödes aber. Okay. Nebeneinsatz, was ist das denn hier? Rettung Private O'Brien. Rette Private Ryan. O'Brien? Meine Güte. Schätzchen, ich habe schlechte Nachrichten. Ein paar sehr nette Leute werden von Plünderern als Geiseln festgehalten. Was ist nur aus der Moral der Leute geworden? Ich schicke dir die Koordinaten. Guck mal, da liegt einer. Du kannst doch nicht mal einfach bei Mütterchen reinfahren. Reden. Warum fährst du jetzt auf dem Boden rum? Hui. Fährst auf dem Boden rum. Was ist das hier, Gothic? Jetzt fährst du nicht mehr rum, jetzt läufst du wieder. Alles in Ordnung. Fehler in der Matrix. Aloha! Aloha! Was soll das? Was ist mit dir denn los? Er hat Aloha gesagt. Ach so? Dead will rise. Na, ich hoffe nicht. Dead will rise? Dead will rise steht auf der Wand. Ganz schön. Die Toten werden sich erheben. Ich habe aber keinen Bock auf ein weiteres Walking Dead Szenario. Ich auch nicht. Obwohl das hier vielleicht sehr interessant wäre. Und wenn. Vorsichtig. Ich sag ja immer, GTA 5 bräuchte den Zombie-Modus. Dann wäre der Multiplayer der Hammer. Und das ist ein Elektronikgeschäft. Hi-Lo. Hi-Lo Electronics. Alles Lampen. 50% runtergesetzt. Kostenlos. Außer Tiernahrung. Kostenlos. 50% auf alles, außer Tiernahrung. Wie?
Außer Tiernahrung. Das geht doch gar nicht. Ja, doch. Guck mal, jetzt sind die nicht ziemlich jung. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier da? Haben die Disc Media Player von Cyan. Kann das sein, dass Cyan hier alles Mögliche herstellt? Tablets, Telefone, Discs, Media Player. Discs, Media Player. Ja, meine Güte, wenn da nicht Blu-ray steht oder DVD, dann ist es halt ein Disc Media Player. Cellphone. Ah. Hier oben ist ein Apartment. So ist das. In das man reingehen kann. Mit einem Kühlschrank. Oha. Und eine funktionierende Uhr. Nee. Nee, die funktioniert tatsächlich nicht. Ja. Warte mal, wieso kann ich den schon wieder öffnen? Ich dachte auch gerade, ich kann ihn wieder öffnen, aber. Ich kann ihn wieder öffnen. Hä? Komisch. Da waren wohl zwei Sachen drin. Eine Vase. Ein Computer, der noch läuft. Teuer, was ist das für eine Stromverschwendung hier? Ist er denn angeschlossen? Er ist kabellos. Achso. Wir dürfen nicht vergessen, das Spiel spielt in der Zukunft. 20 Minuten. Ich glaube 2018. Das ist ja bei Tom Clancy immer so, ne? Ja, spielt immer in der Zukunft. Spielt immer irgendwie 2-3 Jahre in der Zukunft. Um die fortgeschrittene Technologie zu erklären. Ein leichtes Maschinengewehr. Leider kein wirkliches Maschinengewehr, weil es 30 Schuss hat, aber was soll's. Das Ding braucht mehr. Das Ding braucht mehr Präzision. Stabilität. Das kann ich jetzt schon sagen. Schönes Bild. Was? Wo? Ja, schönes Bild. Hier so. Im Park. Ich glaube in Ding Park. Na, wer ist da? Meinst du, das ist der Central Park? Ja, bestimmt. Ich glaube nicht. In der Brücke da. Ja doch, das kann sein, ja. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas? Nee, das war's. Nö, glaube ich nicht, ne. Nee, was ist das denn hier? Aha. Fire Extinguishers. For use, wood, paper, textiles, etc. Wood, paper, Ja. Wir haben ganz schön viele Feuerlöscher. Hier da oben ist einer, hier unten ist einer. Da ist noch einer, auf jedem Stockwerk einer. Oder zweieinhalb. Eineinhalb. Und Feuerwerk ist auch hier. Schön. Nur hier ist kein Feuerlöscher, das ist vernachlässigend. Wenigstens haben sie ein Feuer. Sonst haben sie ein Feuer an, was passiert, wenn man der funktioniert nicht. Da kannst du mal sehen. Schön, dass Sie auf unserer Seite sind. Was? Ich bin auf niemandes Seite, haben ich bin sie auf schon meiner. Grand Central gecheckt? Nein, ich habe Grand Central nicht gecheckt. Diese Cleaners machen mich krank. Die wollen unbedingt, dass wir die Saubermänner Cleaner nennen. Nee. Doch. Die Industrievertreter des Flammenwerfers. Flammenwerfervertreter. Napalmvertreter. Gasvertreter. Feuervertreter. Gasvertreter. Sie wollen uns Gas verkaufen. Popa-Vertreter. Nein, Gasvertreter. Gasvertreter ist gut. Gasvertreter ist nicht. Geh rein! Was wollen die denn? Wir sind hinter dir! Bewegung, alles klar. Los! Los, los, los! Los, los, rote Line! Los, los, los! Gewendet! Das ist ja ein lustiges MG. Das hat nur 36 Schuss. 34. Das ist unsere Chance! Moment mal, ich hab's gar nicht ausgerüstet. Ja, blöd. Ich hab's verbessert, aber nicht ausgerüstet. Ja. Der Klingels. Der Ecke. Wir kämpfen hier nicht. Weißt du, was das Tolle an meinem Gewehr ist? Es ist ein Gewehr, in dem man das Magazin hinten reinsteckt. Hinten? Also Bullpup?
ja, Bullpup-Design. Da war irgendwie jemand in den Kommentaren. Der war total fasziniert davon. Irgendwie lustig. Zwei Mädchen unterhalten sich über einen Popstar. Oh mein Gott, hast du Ariels neues Video schon gesehen? Scheiße, das ist total geil. Sie sieht so toll aus. Hast du gehört, dass sie mit dem Sänger dieser schwedischen Band ausgeht? Was? Niemals. Oh, der ist so süß. Sein Haar ist göttlich. Ich liebe ihn so sehr. Sie muss das glücklichste Mädchen der Welt sein. Hör auf zu telefonieren. Du musst dir die Nachrichten ansehen. Ich muss auflegen. Mama wird neidisch. Ich rufe wieder an. Okay, dann bis später. Bye. Reden die über mich? Das ist unangenehm. Du hast schöne Haare. Offensichtlich. Jetzt hätten sie ja nicht, hätten sie ja nicht drüber geredet, ne? Du bist ein Popstar? Ja, auch. YouTuber sind besser als Popstars. Ja, sind alles. YouTuber ist alles. Ja, V-Logger, hier. Popstars, Popstar. Sänger. Ja, Sänger. Entertainment. Entertainer. YouTuber eben, ne? YouTuber. Das ist ein breites Spektrum. Wenn du nicht weißt, was du bist, bist du YouTuber. Wenn ich weiß, was du werden willst, werd doch einfach YouTuber. So ein Quatsch. Total einfach. Super einfach, der Job. Das kann jeder machen. Ja. Nein, kann niemand. Nur wenige Spezialisten können es wirklich gut. Jo. Der Rest ist Schund. So wie die Typen da. Schund. Die, Das sind Plünderer. Plünderer. Das sind ganz normale Typen, die angefangen haben zu plündern und meinen, sie müssten jetzt durchdrehen. Dafür schräg halten. Ja, Gangster. Gangsters, Gangster Paradise. Endlich. Hallo. Oh, oh Dank. Gott. Das war schrecklich. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Ja, dann geh doch. Los. Schätzchen, du hast wohl heute ordentlich Spinat gegessen, wie es aussieht. Ich habe gehört, die netten Leutchen kommen alle wohlbehalten zurück. Ich werde ihnen ein leckeres Thunfisch-Sandwich vorbereiten. Oh. Knackis und Knackis und alles in die Luft jagen. Was? Hast du was gegen Thunfisch? Ich war so gut wie gut, bevor sie gekommen sind. Ein leckeres Thunfisch-Sandwich mit Salat und Tomaten. Spinat? Ja. Du magst keinen Spinat. Du magst keinen Thunfisch. Ja. Was ist schlimmer? Siehst du mal. Thunfisch. Meine M4 ist besser als meine L86 LSW, auch wenn man das Magazin hinten reinstecken kann. Wobei ich immer noch nicht verstehe, was daran so faszinierend ist. Das ist einfach faszinierend. Naja. So, was hast du denn jetzt vor? Was ich jetzt vorhab, ist ganz einfach. Ja. Ich werde Affen kaputt machen, weil ich muss erstmal meine M4 wieder modden. Weil die L86 ist einfach schlechter. Das geht so nicht. Warte. Weiter das Magazin. Reflexvisier wieder drauf. Okay. Naja, hört sich gut an. Halt. So. So. Ins Kurzgriff. Und jetzt gucken wir mal auf die Karte, was gibt's denn noch so zu tun? Ein Kampf! Schon wieder. Virusforschung. Wie, was, wie, wo? Hm? Schon wieder. Die wollen unbedingt, dass wir den Virus erforschen. Ich glaube, die wollen die Sache wieder in den Griff kriegen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wieso, ist doch ganz nett so. Findest du? Nee. Bist du etwa einer von diesen Plünderern? Ja. Ich plündere die hinterher. Pass auf. So, nein, ich bin so dein Gastvertreter. Ich töte alles und du plünderst. Ich plünder. So ist das also. Ich weiß nicht weiter. Huch, übelster Input-Lag. Alles blöd, ne? Nee, gerade eben haben wir wieder diese blöde PlayStation-Error, Fehler. Ach, den hab ich ja schon ewig nicht mehr gehabt. Den hab ich ewig nicht mehr gehabt. Division ist ja mir öfters vorgekommen. Hui! Ich
Tu mal eine Straße. Eine Straße? Hier ist übrigens die falsche. Anfertigung verfügbar. Sie haben genug Material, um Objekte in der Forschung und Gefährdungsschutz in der Operationsbasis anzufertigen. Ja, Mama. Hier ist ein Haus. Was? Kommt da rein? Hier kann man rein, glaube ich. Aber wo waren wir hier schon drin? Da kommen wir auf jeden Fall hoch. Okay, man kann nur durchgehen. Okay. Tut mir leid. Hier kann man hoch. Ja, hoch. Was gibt's denn hier oben? Naja, das. Was ist das denn für eine schwachsinnige Kacke hier? Das ist einfach nur ein Blechding. Das ist totaler Quatsch. Wieso? Nein, wieso kam denn hier hoch? Das ist totaler Quatsch. Da gibt's nicht mal was. Als ob sie was geplant hätten. Und dann haben sie gesagt, nein, doch nicht. Ha! Verarscht! Weg umsonst gemacht. Unten sind wieder Plünderer. Oder was ist das? Ja, also, doch, Plünderer. Sieht aus wie Plünderer. Könnten natürlich auch Knackis sein. Das ist Plünderer. Ihr seid jetzt im Online-Gebiet! Nein, wird so. Ihr seid in unserem Gebiet. Mein Gebiet. Pass auf. Komm raus. Gut auf. Ja. Kommt der denn her? Die Division-Server laufen heute besonders gut. Ja, ich mach auch grad. Scheinwerfer. Oh, ein Park. Was? Ja. Park. Hi. Schön, Sie zu sehen. Plünderer. Hi. Das ist so eine Frau, die sagt, schön, Sie zu sehen. Ja. Die mag dich wohl. Naja, die Frau mögen mich ja nicht. Ich hab ja gesagt, Popstar, ne? Ja, was Grünes. Ihr seid tot. T-O-T. Oh, vaporisiert. Explodiert. Ja. Erledigt. Weißt du was, wir sollen immer noch ihre Forschung betreiben. Ja, wir müssen immer noch in die andere Richtung gefühlt. Aber mein Typ läuft so komisch. Wie? Als ob ihm was gestochen hätte oder sowas in der Art. Was ist denn los mit ihm? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Gegner in der Nähe und er dreht durch deswegen. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, du hast vorhin doch noch wieder so ein Ding. Jetzt schon wieder. Was ist denn hier los? Wo ist denn hier ein Gegner? Den will ich töten. Hä? Da hinten? Willst du mich verarschen? Auf der Brücke. Da rennst du zu dritt. So geht das ja nicht hier. Na, dann mach mal, was? Warte. Ah, einer ist noch übrig. Warte, und er rennt warte, weg. Warte. Rennt weg zu seiner Mami. Er kommt bestimmt runter. Der ist so ein Idiot. Schon mega Gangster, der ist voll die Treppen runtergesprungen. Der Spaß geht jetzt los. Der Spaß geht los, wenn ich es sage. Diese Gangster, ey. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Da hinten. Los geht's! Los geht's! Warte! Ich habe verschwommene Sicht. Ich muss den Müsli-Riegel essen, um sie loszuwerden. Oder denk doch an die armen Mitbürger. Ja, eben. Ich kann doch die Müsli-Riegel nicht essen. Die brauche ich doch. Um sie deutlich zu geben. Ja, eben. Für die, die Leute zu gehen. Ja, von irgendwas müssen die Leute leben. Und wenn es nicht meine Müsli-Riegel sind, was denn dann? Unsere Müsli-Riegel. Ratten. Du hast ja auch welche. Nee, ich hab keine. Du hast keine? Ich hab keine Müsli-Riegel. Ja, alles, was ich hab, ist Wasser. Wieso hast du denn nie was gesagt? Da muss man doch was machen. Ja, es du halt hast keine Müsli-Riegel? Nee. Geht doch so nicht. Also, da muss man doch echt Happy was machen. Happy Holidays! Was? Still da du oben. Kannst lesen? Und schreiben? Ja.
Ah, Musik! Ah, mal weg! Schon besser. Sonst kommt der Nikolaus vorbei. Ja, ja, Nikolaus in GEMA-Form. So wie in der Division Beta. In der Beta war da ja, einmal was. Auch? Ja, ja, in der Beta. Nett. Mhm.